Die RTF1-Nacht wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Tübingen. Liebe Zuschauer, wir haben hier einen kurzen Talk für die Landtagswahl mit den Landtagskandidaten der vier Parteien, die hier im Landtag vertreten sind. Und ich darf mit der ersten Frage dann gleich loslegen. Ich würde mal so sagen, Sie dürfen sagen, was die grün-rote Landesregierung an Leistungen in dieser Amtsperiode gebracht hat. Und Sie dürfen sagen, was die größte Fehler war oder die größte Versäumnisse. Geht los, Herr Lidia. Ja, also wir haben natürlich 2011 Baden-Württemberg schon in vielen Spitzenpositionen übernommen als grün-rote Landesregierung. Aber wir sind heute natürlich auch in vielen Spitzenpositionen, haben das gehalten. Das gilt zum Beispiel, Baden-Württemberg ist hochattraktiv als Studienort, ist hochattraktiv als Innovationsort, ist hochattraktiv als Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, wir haben viel dafür auch getan, beispielsweise indem wir Studiengebühren abgeschafft haben, was zum Studium zusätzlich animiert hat. Wir haben Studienplätze stark ausgebaut, auch wovon Tübingen hier zum Beispiel in der Region profitiert. Wir haben auch beispielsweise an der FH in Rottenburg, an der Forsthochschule, neue Studiengänge implantiert in der Zeit. Wir haben gerade auch als Grüne in der Regierung Punkte erreicht wie Klimaschutz. Wir haben ein integriertes Energie- und Klimaschutzgesetz und eine Konzeption auf den Weg gebracht, wo mit über 100 Beispielen auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen werden für den Bereich. Wir haben hier relativ in der Nähe mit dem Nationalpark auch ein wichtiges Element für Umwelt, Naturschutz, für den Artenschutz und den Erhalt. Und das sind alles Erfolge, die wir in den Jahren auch wirklich erarbeitet haben. Wird schwer, Frau Kliche-Behn. Hat noch was übrig gelassen? Nee, das war schön, aber das waren ja eher die grünen Punkte. Für die richtig wichtigen waren ja die Sozialdemokraten in der Regierung zuständig. Und deswegen bleibt dann auch einiges übrig. Sehr gute Moderation. Genau, also wir haben ja zum wiederholten Mal einen Haushalt ohne neue Schulden. Wir haben trotzdem über 1 Milliarde in Betreuung und Bildung investiert in diesem Land. Wir haben die Schulpolitik neu angegangen, haben die Gemeinschaftsschule eingeführt, für mehr Bildungsgerechtigkeit gesorgt. Und was man auch sagen muss, ist, dass wir als grün-rote Landesregierung, jetzt nehme ich uns mal zusammen, ganz gut, glaube ich, und sehr verantwortungsbewusst mit der aktuellen Herausforderung durch die Flüchtlingssituation umgehen. Wunderbar. Herr Schöning, jetzt aber. Das war nicht so toll. Zum Ersten, nein, ich will ein Wort vorneweg sagen, man muss nicht alles als Opposition schlecht machen, wenn was Gutes dabei gewesen ist. Der Ausbau der Kinderbetreuung findet meinen Respekt, das war in Ordnung. Gegenfinanzierung hätte man sich auch anders vorstellen können als durch eine Steuererhöhung, aber der Ausbau der Kinderbetreuung selber ist in Ordnung. Was mir nicht so gut gefällt, die Bildungspolitik im Lande ist mir zu stark ideologisch geprägt. Da werden in Teilen Ergebnisse, die man erhoffen kann, schon vorweggenommen. Also die Einrichtung der Gemeinschaftsschule ist noch nicht die Herstellung von mehr Bildungsgerechtigkeit, sondern ist die Hoffnung auf mehr Bildungsgerechtigkeit. Da erwarte ich mir mehr Offenheit und das heißt eben auch mehr Offenheit für das, was wir heute haben, für unsere Gymnasien, auch für die Realschulen, für andere Schularten. Die müssen nebeneinander bestehen können und sollen nicht alle zugunsten einer einzigen Schulart verschwinden können. Da sind wir sehr aufmerksam. Zweiter Punkt, das genannte Beispiel Nationalpark ist inhaltlich eins, über das man gut reden kann. Aber vor dem Hintergrund der ganz neuen, großen Beteiligungskultur im Lande, die angekündigt worden war, ist es auch ein Negativbeispiel. Weil die betroffenen Bürger vor Ort haben gesagt, wir wollen ihn nicht. Und die Reaktion der Landesregierung war, egal, wir machen es trotzdem. Halte ich für sehr fragwürdig. Dritter Punkt, die Abteilung Innen- und Rechtspolitik war für mich ein Ärgernis. Das geht jetzt speziell in Richtung Grün. Der gewaltbereite Salafismus ist auch in Baden-Württemberg vorhanden und wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen dort mehr tun, auch im Bereich des Verfassungsschutzes. Und die Grünen waren zunächst auf dem Trip zu sagen, den können wir kleiner machen, wenn nicht gar ganz abschaffen. Und erst diese Woche, wir haben jetzt diese Woche gerade den zweiten Nachtrag zum Haushalt 2015-16 beraten, erst diese Woche war endlich die Bereitschaft da, auch beim Verfassungsschutz etwas zu tun, weil wir kommen ohne einen wirksam arbeitenden Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, trotz aller Skandale, die es bei dem gegeben hat. Kommen wir ohne diesen Verfassungsschutz nicht aus. Es ist gut, dass das jetzt auch anerkannt worden ist. Wunderbar. Herr Tapeser, was war nicht so toll aus Ihrer Sicht? Die grün-rote Regierung ist angetreten mit Bürgerbeteiligung. Sie wollten die Bürger überall mitnehmen. Und jetzt, nachdem Herr Schöning schon die einen oder anderen Dinge gesagt hat, lassen Sie mich doch mal diese Bürgerbeteiligung
betrachten. Wir haben eine Polizeireform gehabt. Bei dieser Polizeireform haben sehr viele Polizeibeamte dagegen geklagt, also sind nicht mitgenommen worden. Und ich habe durch die Polizeireform jetzt keinen einzigen Polizisten mehr auf der Straße gesehen, was man jetzt ja vielleicht besonders nötig hat. Naturpark, Kommunen haben dagegen gestimmt, teilweise mit 75% dagegen. Es wurde durchgesetzt, einfach so. Bildungspolitik, in der Bildungspolitik ist vieles ideologisch angegangen worden, vieles mit hehren Zielen, handwerklich sehr schlecht gemacht. Ich kann nicht eine völlig neue Schulform einführen, die Gemeinschaftsschule, und kann Anschlüsse nicht geregelt haben. Die Eltern, die Kinder erwarten, dass man Perspektive hat. Zur Finanzpolitik, die ersten Jahre waren eben nicht die Nullverschuldung, so wie es die schwarz-gelbe Regierung angefangen hat, sondern man hat Milliarden Schulden gemacht in einer Zeit, wo man hohe, höchste Steuereinnahmen gehabt hat. Und jetzt, kurz vor der Wahl, werden dann entsprechende Wahlgeschenke gemacht. Lassen Sie mich noch auf den Straßenbau eingehen, auf die Infrastruktur. Man hat gesagt, okay, wir sanieren jetzt, wir machen keine Neubauten. Weil man gesagt hat, wir machen keine Neubauten, wurden auch Zuschussmittel nicht abgerufen, weil man keine Planungen fertig hatte. Es wurden Fahrradwege gebaut, ist wichtig, ohne Frage. Aber wenn man die Fahrradstraße, die man hier in Tübingen für viel, viel Geld gebaut hat, hätte man an einigen Landesstraßen Fahrradbegleitwege mit einem vielfachen Faktor bauen können. Also Sie sehen, es ist viel angekündigt worden. Die Leute sind nur, wenn überhaupt, teilweise mitgenommen worden. Und das finde ich sehr schade. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Herr Schöning, an Sie die Frage. Die FDP kommt eigentlich medial relativ selten zu Wort, finde ich. Wofür steht Ihre Partei eigentlich? Ich habe einen Slogan gefunden, Freiheit ist immer unbequem. Das verstehe ich nicht. Also erstens ist die FDP nicht so wenig präsent. Sie ist halt im Moment nicht im Bundestag. Einmalig, ich hoffe, es bleibt auch bei diesem Einmaligen. Deswegen kann sie nicht abends jeden Tag in der Tagesschau sein. Logisch. Aber hier auf der kommunalen Ebene, ich beschwere mich jedenfalls nicht. Und auch die Landespartei muss sich nicht beklagen. Wofür steht die FDP? Ich nehme zwei wesentliche Ansatzpunkte. Das eine, Freiheit im Sinne von Chancen für die Bürger, sich entscheiden zu können, auch zu wählen zu können zwischen verschiedenen Alternativen. Wir könnten das am Bildungsbereich deutlich machen, an vielen anderen Fragen wieder. Freiheit auch im Sinne des liberalen Rechtsstaats. Das ist die Frage unbequem. Man muss auch für Positionen stehen, zum Beispiel die Ablehnung einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, wenn die Bereitschaft in der Bevölkerung zunächst mal eher gewachsen ist, aufgrund der veränderten Sicherheitslage zu sagen, ach, lass uns doch vielleicht ja doch machen. Und dann schlussendlich, dritter Punkt, wofür wird die FDP gebraucht? Weil ich jedenfalls in vielen Gesprächen mehr und mehr höre, dass die Leute sagen, also wir brauchen eine Partei, die auch weiß und das auch überall sagt, dass alles das, was wir verteilen wollen, auch erst einmal erwirtschaftet werden muss. Also ein klares Bekenntnis auch dazu, dass wir unsere Wirtschaft, die ja toll läuft, nicht gerade deswegen, weil sie toll läuft, jetzt mit allen möglichen zusätzlichen Wünschen und Anforderungen überlasten dürfen, sondern dass wir uns im Zusammenwirken mit der Wirtschaft darüber freuen und dann ja davon profitieren, durch Arbeitsplätze, durch Ausbildungsplätze, durch unseren Exporterfolg und nicht zuletzt durch höhere Steuereinnahmen. Dafür steht die FDP. Ich glaube, das sind Gründe genug, die FDP wieder in den Landtag zu wählen. Ja, Frau Kliche-Behnke, nächste Frage an Sie. 18%, ist das auch Ihr Stand, ist eigentlich für die SPD dürftig oder wie sehen Sie, woran liegt das? Also ich sehe das auch so, dass das zu wenig ist. Ich hätte gerne mehr. Ich glaube, der Rahmen hier ist nicht so geeignet, um eine tiefe Analyse zu bringen. Also es ist klar, das hängt ein bisschen mit dem sehr populären, das sagen ja auch alle Umfragen, mit dem sehr populären Ministerpräsidenten Kretschmann zusammen, dass es nicht so einfach ist, neben ihm sehr wahrgenommen zu werden. Ja, das ist sicher ein wesentlicher Grund. Ist ein schöner Übergang, Herr Levy-Abahl. Der Ministerpräsident hat einen Beliebtheitsgrad von fast 70% plus minus, aber die Partei profitiert dann doch nicht so wahnsinnig davon mit 25%, oder wie sehen Sie es? Naja, 25% sind für Tübinger Grüne
schon, sagen wir mal, fast eine normale Größenordnung. Landesweit ist es natürlich immer noch ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Wir wollen natürlich, dass es für den Ministerpräsidenten wieder reicht, auch in dieser Regierungskonstellation reicht. Und da wird es natürlich darauf ankommen, auch den Ministerpräsidenten in den nächsten Monaten in den Vordergrund zu stellen und die Leute zu fragen, wollt ihr Kretschmann weiter als Ministerpräsident haben? Und das sagen ja auch ziemlich viele Anhänger von CDU und FDP, dass das eigentlich ihr präferierter Ministerpräsident wäre. Und das, darauf arbeiten wir auch in den nächsten Monaten hin. Er hat halt einen Fehler, er ist in der Grünen Partei, ne? Ich finde, das ist kein Fehler, das ist aus Ihrer Sicht ein Fehler und das schmerzt Sie, glaube ich, auch ziemlich. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, Herr Levy, aber möchte ich aber doch an der Stelle vielleicht noch tun, ist sogar vielleicht auch Ihr Herzensthema, ich habe zumindest gelesen, Sie sind deswegen bei den Grünen eingetreten, die Asylpolitik. Wofür stehen die Grünen in der Asylpolitik? Also wir stehen natürlich nach wie vor für einen humanitären Zugang in der grünen Politik. Wir haben ein paar Positionen verändern müssen. Auch der Ministerpräsident hat da Sachen gemacht, die ich persönlich nicht in jedem Punkt teile, aber das hat er auf der Bundesratsebene gemacht. Da bin ich als Abgeordneter natürlich auch nicht direkt gefragt. Aber es geht hier darum, die Leute im Moment unterzubringen, damit wir keine Obdachlosigkeit auf den Straßen haben, damit wir keine Bilder wie in München am Hauptbahnhof haben. Das ist uns bisher weitestgehend gut gelungen, auch wenn es in den Unterkünften oft zu schwierigen Situationen kommt. Und es ist natürlich das Ziel, das müssen wir in den nächsten Monaten organisieren, da gibt es erste Beschlüsse auf Bundesebene, da werden auch in den Ländern und auf der Bundesebene mit den Ländern weitere Beschlüsse folgen müssen zum Thema Integration, wie bringen wir die Menschen in den Arbeitsmarkt, wie integrieren wir sie in die Gesellschaft und wie schaffen wir auch diesen heiklen Bereich der kulturellen und sozialen Annäherung der Menschen, die jetzt zu uns kommen. Frau Kliche-Benke, ich möchte Sie noch was fragen zur Bildungspolitik. Bei der Grünen ist ja eigentlich fast so, wenn ich es richtig sehe, korrigiert Sie mich, wenn ich es falsch sage, die grüne Jugend sowieso insbesondere, das Ziel ist die Einheitsschule. Wie sehen Sie es, wie sieht es die SPD? Also korrigiere ich Sie jetzt. Machen Sie es? Also die grüne Jugend fordert es als eine Einheitsschule, also sie nennt es nicht Einheitsschule, sondern sie fordert eine Schule für alle. Dafür steht die Gemeinschaftsschule, das grüne Programm. Wir werden es jetzt nächste Woche in Reutlingen beschließen, also nächstes, übernächstes, also nicht dieses, sondern folgendes Wochenende. Und wir werden aller Voraussicht nach da ein klares Bekenntnis zur Gemeinschaftsschule haben, aber auch zu den bestehenden anderen Schulformen. Und wir haben bisher bei der Gemeinschaftsschule alle Schulentscheidungen, die getroffen worden sind, gemeinsam mit der kommunalen Ebene, mit den Schulträgern getroffen, mit den Kollegien der Schulen und es wird auch in Zukunft so bleiben. Es wird da keine Entscheidungen gegen den lokalen Willen geben. Frau Kliche-Benke, ein bisschen präzisiert. Letztes Mal kann man sagen, war bei der Landtagswahl der Rückenwind Fukushima. Diesmal ist Flüchtling und Bildungspolitik ein bisschen Gegenwind oder wie sehen Sie es? Naja, das gilt generell, das ist so ein Standardspruch in der Landespolitik. Man kann nie mit der Bildungspolitik Wahlen gewinnen, sondern nur verlieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in den letzten Jahren eine sehr gute Bildungspolitik gemacht haben. Und weil das eigentlich Ihre Frage war, wir wollen eben ein sogenanntes klares Zwei-Säulen-Modell. Auf der einen Seite die Gemeinschaftsschule und auf der anderen Seite starke Gymnasien. Und da wird immer gerne irgendwie so getan, als gäbe es da Widersprüche oder als wollten wir das eine stärker als das andere oder würden irgendwas bevorzugen. Man hat die Gemeinschaftsschule neu eingeführt in den letzten Jahren. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass man dort Geld reingeben musste und das ist auch richtig, aber es steuert genau darauf hin und es ist natürlich ein Prozess. Die Schüler, die jetzt anfangen in der Gemeinschaftsschule, das dauert ein paar Jahre und wir haben immer natürlich noch, gerade hier zum Beispiel in Tübingen, auslaufende Schülerschaft, beispielsweise in der Realschule, aber wir haben jetzt schon in Tübingen, da sieht man sehr deutlich, aktuell, wer beginnt mit der 5. Klasse, die Auswahl zwischen sehr starken Gemeinschaftsschulen und sehr starken Gymnasien und da gibt es eine hohe Zufriedenheit damit. Herr Schöning, Sie kriegen natürlich eine andere Frage. Wir haben auch Politik, die nicht im Landtag vertreten ist. Einerseits die Linke, da will ich aber jetzt nicht raus, aber die AfD wächst jeden Tag. Was tun Sie dagegen? Das, was am wirkungsvollsten gegen die AfD hilft, ist, wenn die politischen Parteien, die in den Parlamenten vertreten sind und Verantwortung dort tragen, tatsächlich zu einer konsequenten, geschlossenen und nach meiner Vorstellung möglichst auch einigen Flüchtlingspolitik kommen. Die AfD profitiert davon, dass in Teilen der Eindruck entsteht, dass eine gewisse Hilflosigkeit, eine gewisse Überforderung da wäre in diesen Fragen, und zwar keine Überforderung auf der kommunalen Ebene, das sage ich hier ganz deutlich.
den Landrat und die Verwaltung des Landratsamts und alle Ehrenamtler im Kreise Tübingen verdienen alle Bewunderung, weil die hier ein Doppeltes schaffen. Die schaffen erstens den Nachweis, wie man effizientes Verwaltungshandeln organisiert, und sie schaffen gleichzeitig den Nachweis, wie man sich auch mit der, heute sagt man neudeutsch, Empathie um die Flüchtlinge selber und um die Ehrenamtler kümmert. Das ist ganz wunderbar, was hier geleistet wird. Der Eindruck von Hilflosigkeit und Überforderung kommt aus den oberen Ebenen der Politik und von manchen Kommunalpolitikern, die auf den oberen Ebenen der Politik ein bisschen dilettieren. Nehme meinen Oberbürgermeister nicht ganz aus. Denn er hat auch, ich habe mit ihm 2 Stunden lang gefrühstückt über dieses Thema, er hat, wenn man mit ihm alleine darüber spricht, einen sehr vernünftigen Ansatz. Und wenn er die Kamera sieht, dann kommen Vokabeln raus, die er selber eigentlich so gar nicht meinen kann. Also der macht ein Stückchen da auch die Geschäfte der Falschen. Wir müssen zeigen, dass wir als Staat handlungsfähig sind. Wir müssen uns nach kritischer Diskussion selbstverständlich auf ein Maßnahmenpaket einigen und das dann auch konsequent umsetzen. Ja? Und da, wo die größten Defizite noch sind in der Umsetzung von Maßnahmenpakete, das ist die Bundes- und die Landesebene und nicht die kommunale Ebene. Die kommunale Ebene schafft toll und die anderen Ebenen müssen sich zusammenraufen. Und wenn wir es dann schaffen, dieses Thema wieder aus der Nummer-1-Position rauszukriegen, dann stellen wir vielleicht auch die AfD aus dem Baden-Württembergischen Landtag wieder raus, wo sie heute in allen Umfragen drin ist. Herr Tapese, zum Schluss, bevor wir dann in der letzten Runde jeden unserer Politiker keine Minute, sondern 40 Sekunden. Nach 35 Sekunden klingelt es das erste Mal, nach 40 Sekunden klingelt es zum zweiten Mal. Und das ist das Schöne beim Fernseher, nach 40 Sekunden ist dann einfach der Ton weg. Und da müssen Sie einfach dann sagen, warum sollen Sie gewählt werden? Letzte Frage, damit es gerecht bleibt. Wo steht die CDU in der Flüchtlings- und Asylpolitik? Die CDU in der Flüchtlings- und Asylpolitik hat eine klare Position. Die Menschen, die bei uns Hilfe brauchen, die bekommen diese Hilfe auch. Sie wollen die Hilfe, weil sie bei uns Sicherheit des Rechtsstaats haben. Wir müssen die Menschen, die bei uns bleiben, integrieren auf der Grundlage unseres Grundgesetzes. Es sind unsere Werte. Die Menschen kommen wegen unserer Werte zu uns. Sie lassen sich von unseren Werten schützen, also müssen sie diese Werte auch akzeptieren. Und da müssen wir in Bildung, da müssen wir in den Vereinen, da müssen wir im öffentlichen Leben dafür werben. Wir müssen auch bei den Flüchtlingen dafür werben und aber klar sagen, das sind unsere Werte. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen die Maßnahmen, die in den Asylkompromissen beschlossen worden sind, systematisch durchführen. Und so verstehe ich nicht, dass der Herr Gall die Abschiebung erst ab Januar macht und warum hat er mit der konsequenten Abschiebung nicht schon im November begonnen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Also wenn die Menschen wegen rechtsstaatlicher Sicherheit zu uns kommen, müssen sie auch die Entscheidung des Rechtsstaates akzeptieren, wenn sie nicht hier bleiben können. So einfach ist das. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir die Sache mit Optimismus angehen. Nicht in einem blinden Wir schaffen das, sondern in einem klugen Wir schaffen das und in einem vernünftigen Zusammenwirken. Dazu gehören einfach Dinge wie Registrierung, dazu gehören Dinge wie Verfahrensbeschleunigungen, schnelle Verfahren, damit die Leute wissen, woran sie sind, und dazu gehört auch mehr, als wir das bisher schon gemacht haben, die Arbeitsmöglichkeiten schneller zu schaffen. Und dann schafft man das. Was brauchen die Leute? Die Leute brauchen Sprache, die Leute brauchen Wohnung und die Leute brauchen Arbeit, die zu uns kommen. Und wenn wir das mit großem Engagement machen, dann klappt das. Wunderbar. 40 Sekunden. Ich fange jetzt mal bei Ihnen an. Warum sollen wir Sie persönlich wählen, Herr Lederer, und wofür stehen Sie im Fall Ihrer Wahl? 40 Sekunden. Ich stehe für eine gerechte Bildungspolitik, für einen gerechten Zugang zu Bildung. Dafür haben wir in den letzten Jahren hier im Kreis gearbeitet. Ich stehe auch für, gerade auch mit meiner Person und mit meinem Arbeitsschwerpunkt in den letzten Jahren, für das wichtige Feld der Integrations- und Flüchtlingspolitik. Das ist was, was uns in den nächsten Jahren
ganz massiv beschäftigen wird. Da gilt es wirklich, große Weichenstellungen zu setzen. Und ich stehe natürlich auch hier in der Region für die klaren Perspektiven, die wir den Infrastrukturen hier gegeben haben. Nachdem das vorher alles sehr wolkig war, haben wir über die Priorisierung im Straßenbau eine klare Marke gesetzt. Jetzt hier bei der B28. Wir haben klare Planungsschritte bei der B27. Und wir haben auch eine klare Zusage von der Landesregierung für die Regionalstadtbahn, und dafür bitte ich um die Stimme. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Kliche-Behnke, gleiche Frage. Warum sollen wir Sie persönlich wählen? Wofür stehen Sie im Fall der Wahl? Ja, wer mich am 13. März wählt, wählt eine erfahrene Kommunalpolitikerin, eine berufstätige Mutter von zwei Kindern und eine Frau, die sich seit Jahren in der Kirche und in vielen Vereinen engagiert. Ich verspreche, dass ich mich einsetzen werde für Familien, für bessere Pflege, für gute Kinderbetreuung und Schulen. Und ich mache mich auch stark für die Regionalstadtbahn. Und meine Mitbewerber hier vorne werden es mir verzeihen. Man kann die Männer nicht allein und sich selbst überlassen. Und das gilt nicht nur im Privaten, sondern auch in der Politik. Und wer diesen baden-württembergischen Landtag sich anschaut, weiß, da verträgt es durchaus noch die ein oder andere jüngere Frau. Vielen Dank. Herr Schönig, los geht's. Ich nehme Sie noch mit auf meinen eigenen Überlegungsprozess, ob ich noch mal kandidieren sollte. Und ich habe mich wirklich gefragt, bin ja nicht mehr der Allerjüngste, ja? Soll ich mir das noch mal antun? Das ist ja auch Stress. Und ich habe gesagt, ja, im Vergleich mit allem, was sonst auf der politischen Bühne ist im Kreise, bringe ich ein gerütteltes Maß an Erfahrung mit, auf der kommunalen wie auf der Landesebene. Ich sage das auch ganz offen, ich traue mir auch ein gerütteltes Maß an Kompetenz zu, auf der kommunalen wie auf der Landesebene. Ich glaube, die kommunale Ebene ist die notwendige Basis für die Landespolitik. Und ich bin jemand, der auch ganz schön beharrlich sein kann. Und wenn Sie mir das abnehmen, wenn Sie sagen, der Schönig hat auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, dann ist das vielleicht Grund zu sagen, den kann man auch wählen am 13. März. Dankeschön. Warum soll man Sie persönlich wählen? Wofür stehen Sie im Wahlfall, also für den Fall, dass Sie gewählt werden, Herr Tappes? Herr Steck, ich bin gerne bei den Menschen. Ich arbeite gerne für Menschen. Ich durfte das in den verschiedensten Funktionen machen, als Oberbürgermeister, als Landtagsabgeordnete, als Amtschef im Wissenschaftsministerium. Ich setze mich gerne für Menschen ein. Ich analysiere Probleme und setze Lösungen um. Ich werde den Wahlkreis mit den Wählerinnen und Wählern Tübingen mit voller Kraft und, glaube auch, mit gutem Erfolg in Stuttgart vertreten. Vielen Dank. Großer Applaus. 40 Sekunden. Und da kann man mal sehen, wie diszipliniert unsere Landtagskandidaten sind. Ich bedanke mich sehr für die kurze Zeit und für die Präzision. Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön. Bei mir auf der Bühne hätte ich jetzt gerne an meiner Seite den Peter Brange. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich habe ja schon gehört, mit großer Begeisterung feiern Sie Geburtstage, besonders wenn es der 60. ist. Wie haben Sie Ihren Geburtstag verbracht? Also ich habe den Geburtstag weiträumig umschifft, indem ich ungefähr 2000 Kilometer zwischen mich und meinen Badeort gebracht habe. Also ich habe alle Anfragen, ob es eine Feier geben würde, habe ich damit beantwortet. Ich gesagt habe, also von Beileidsbekundungen auf dem Wege zum Grabe bitten wir Abstand zu nehmen. Jetzt sind Sie ja schon irgendwo Künstler. Ich stelle mir das so vor, Norwegen, Blockhütte, eigener Zugang zum Wasser, vielleicht irgendwo an einem Fjord. Wenn es nicht zu kalt ist, dann arbeiten Sie draußen, schreiben gerade an Ihrem nächsten Werk und ab und zu kommt vielleicht noch ein Elch vorbei. Nicht ganz so, es ist nicht ganz so naturverbunden. Also das Leben des Schriftstellers sieht so aus, dass man schläft so bis 12, 1 Uhr. Dann lässt man sich ein Mittagessen reichen, anschließend geht man ein bisschen in der Stadt spazieren. Um 17 Uhr nehme ich meinen ersten Aperitif ein und um 22 Uhr ungefähr gucke ich im Bordell vorbei, was die hübschen Mädchen machen. Ich wusste es, ich habe es immer gewusst. Nee, jetzt ganz. Das ist die Hollywood-Version eines Schriftstelleralltags. Der tatsächliche Alltag sieht wesentlich prosaischer aus. Also ich stehe gequälterweise um 8 Uhr auf, gequälterweise deshalb, weil ich entstamme einem Bettenhaushalt. Meine Eltern hatten ein Bettengeschäft und deshalb bin ich also dem Schlafe sehr verbunden. Quäle mich dann um 9 Uhr in mein Arbeitszimmer, öffne weit das Fenster, bitte die Muse freundlich zu mir hereinzukommen, um mich zu küssen. Manchmal tut sie es, meistens tut sie es nicht, aber sie kann nie überhaupt nicht sein, nicht da gewesen.
Ja, jetzt schreiben Sie ja vor allem historische Werke, Romane, die sich einfach in einer Zeit vor unserer bewegen. Sie könnten allerdings, habe ich vorhin erfahren, auch einen Elternratgeber schreiben. Ich fand das ganz schön. Sie haben nämlich den großartigsten Tipp für alle schlaflosen Väter da draußen, die eine 14-jährige Tochter hat, die dann abends jeden Tag immer andere Schuppe mit anderem im Arm und so. Wie geht dieser Trick? Also als erstes muss man sich eine Schrotflinte zulegen als leidender Vater, um künftige Schwiegersöhne abzuwehren. Und das andere, worunter ich sehr gelitten habe, war immer diese Nervosität, diese völlige überflüssige Nervosität, dass man nicht schlafen kann zwischen 12 und 3, sagen wir mal. Wenn also die Toleranzzeit bis auf 3 ausgeweitet ist, bis um 12 bin ich normalerweise selber auf. Aber dann die Zeit zwischen 12 und 3 Uhr ist ja eigentlich bekloppt, wenn man dann die ganze Zeit nur am Fenster steht und wartet, wenn das Kind sowieso erst um 3 kommen soll. Und da bin ich dann wirklich mal auf eine gute Idee verfallen, dass ich gesagt habe, okay, ich stelle einen Wecker auf 3:05 und die erste Tat der Tochter, wenn sie nach Hause kommt, ist um 3 Uhr den Wecker auszustellen. Wenn der Wecker nicht klingelt, ist alles in Ordnung. Wenn der Wecker klingelt, gibt es ein Problem. Da der Wecker dann nicht geklingelt hat, konnte ich ab dem Moment, wo ich diesen Trick eingeführt habe, konnte ich wieder schlafen. Vorher konnte ich das nicht. Ich finde das großartig. Aber ich muss fairerweise dazugeben, es ist nicht ganz alleine auf meinem Mist gewachsen, weil es ist das Prinzip des Totmann-Knopfes. Bei Lokomotivführern, da muss man einmal pro Minute muss man da draufhauen, um ein Zeichen von sich zu geben. Und nach dem Prinzip ist das im Grunde. Also insofern auch mein Dank an die Deutsche Bundesbahn, die mir viele, viele Stunden Schlaf ermöglicht hat. Auch auf den Reisen und beim Warten. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da waren. Herzlichen Dank. Danke. Walter Teigers Tübingen ist der Erste, der hier auf die Bühne kommt. Dein Applaus. Dann die deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden, Jackie Baumann. Zu uns herzlich kommt. Willkommen. Dann Ida Winter. Wer ist das? Ida Winter, 17 Jahre jung und deutsche Breakdance-Meisterin. Komm zu uns. Hi. Und einer der größten Schiedsrichter aller Zeiten, Knut Kircher. So, ich schlänge mich einfach mal so direkt da rein. Ja, Juli, blöd gelaufen, könnte man sagen. Aber des einen freut ist des anderen leid. Und andersrum, wir freuen uns, du hättest ja jetzt eigentlich Training gehabt. Schön, dass du dich verletzt hast, weil so können wir dich heute Abend hier begrüßen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es der Plan war natürlich, dass ich mich verletzt habe, dass ich hier dabei sein kann. Aber ja, wie gesagt, dumm gelaufen. Ich habe mir einen Ermüdungsbruch zugezogen im Mittelfuß. Ja, ich habe schon 6 Wochen rum, 2 Wochen ungefähr braucht es noch, bis ich wieder also mit der Reha anfangen kann und dann ein paar Wochen später dann mit ins Spielgeschehen wieder einschreite. Aber das kriege ich auch noch rum, denke ich. Ganz, ganz sicher. Was ist bitterer als Spieler, wenn man jetzt sein Team zum Beispiel knapp verlieren sieht und denkt, oder aber, wenn es ein super tolles Spiel war und man war leider nicht auf dem Parkett aktiv dabei? Also nicht zu spielen allgemein ist, also für mich zumindest, das Schlimmste. Also ich muss auch zugeben, beim ersten Spiel, was ich gespielt habe gegen Crailsheim, da haben wir gewonnen, auch sehr hoch und da haben wir sehr gut angefangen. Und ich saß auf der Bank und da sind auch dann ein paar Tränen geflossen, weil mir dann erst so richtig klar wurde, eben, dass ich für längere Zeit raus sein werde, aber an sich will ich natürlich, dass die Mannschaft gewinnt, auch wenn ich verletzt bin und nicht spielen kann. Deswegen bin ich auch eher bedrückt, wenn die Mannschaft verliert natürlich und allgemein sehr bedrückt, wenn ich nicht spielen kann. Kannst du jetzt gerade aktiv irgendwas machen oder musst du einfach warten und danach wieder Gas geben? Also ich darf mittlerweile schon 50% belasten. Da vorne sitzt meine Physiotherapeutin, die hat auch einen ganz kritischen Blick, weil ich unter der Woche schon ein bisschen ohne Krücken gelaufen bin und dann habe ich erstmal ein bisschen Rüffe gekriegt. Ja, und da wurde mir gesagt, nein, mit Krücken laufen. Aber wie gesagt, noch 2 Wochen. Ich denke, dann müsste der Knochen voll verheilt sein und dann darf ich in die Reha starten. Wir drücken dir alle beide Daumen. Danke, dass du heute hier bist. Danke, Julian Albus. Jackie, deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden. Inwiefern hat es dein Leben verändert? Mein Leben erstmal gar nicht. Es ist komisch, man wacht am nächsten Tag auf und es hat sich nichts verändert, überhaupt nichts. Aber man muss schon sagen, dass es einer der emotionalsten Momente in meinem Leben war. Ich habe es wirklich gewollt. Ich habe es dieses Jahr
allen zeigen wollen. Und man muss halt innerhalb von einer Minute das auf die Bahn bringen, was man kann. Und das funktioniert manchmal und bei mir hat es geklappt. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh drüber. Und das bei dieser Monsterstrecke? Naja, also es ist nur eine Runde. Aber Hürden stehen da. Ja, aber es sind nicht mehrere Runden. Also ich darf aufhören, wenn da die Ziellinie zum ersten Mal kommt. Für mich ist es eine ganz spannende Strecke, weil ich ganz viele verschiedene Facetten habe, die ich trainieren kann und an denen ich dann auch arbeiten kann. Also nicht nur eine, sondern es sind eben mehrere. Du studierst noch Mathe und Sport. Großen Respekt. Oder bist du jetzt zum Vollprofi geworden? Es hat sich geändert in diesem Jahr. Ich bin jetzt in Geschichte und Sport. Ich habe Mathe leider dann doch beenden müssen. Es war ein bisschen schwierig, zeitlich gesehen. Und bin jetzt aber ganz froh mit Geschichte und das klappt ganz gut. Letzte Frage, was sind die Ziele 2016? Da muss man vielleicht eins noch vorausschicken. Die Olympischen Spiele werden nicht in Hamburg stattfinden. Wie siehst du das? Ich habe mich ehrlich gesagt nicht großartig damit beschäftigt. Ich finde es schade auf der einen Seite, weil ich sehr gerne Olympische Spiele im eigenen Land gehabt hätte. Aber auf der anderen Seite kann ich auch Bürger verstehen, die sagen, dass sie das eben nicht wollen, wenn man es mal aus nicht sportlicher Sicht betrachtet. Ziele für 2016. Es ist ein bisschen ein schwieriges Jahr. Man muss sagen, dass die Olympischen Spiele noch einen Tacken zu früh kommen im nächsten Jahr. Ich will auf jeden Fall versuchen, die Norm für die Europameisterschaften zu laufen, also Zeiten im 55er-Bereich zu laufen. Und was dann weitergeht, werde ich sehen. Und wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann kann auch ein bisschen mehr drin sein. Aber das nehme ich mir nicht als Ziel. Das kommt, wie es kommt. Vielen Dank, alles Gute. Jackie Baumann. Tja, ich habe schon gesagt, 17 Jahre, wow, direkt auf nationaler Ebene gleich mal den Titel geholt. Herzlichen Glückwunsch noch. Ich finde es ganz wahnsinnig. Wie wird man, das heißt nämlich B-Girl, Breakdance, wie wird man B-Girl? Ich habe mich schon immer für Hip-Hop interessiert und mein Onkel hat auch schon immer Hip-Hop gemacht, weshalb ich da schnell reingerutscht bin und ich habe auch schon immer getanzt und dann habe ich, also Ballett, habe ich aufgehört und bin dann ins Hip-Hop reingerutscht, indem ich unbedingt weiter tanzen wollte und ich Breakdance auch schon mal gesehen habe und das sehr interessant fand und habe dann eben eine Tanzschule gefunden, wo man das dann anfangen kann und ja. Also bemerkenswert vom Ballett zum Breakdance. Ich würde mal jetzt annehmen, der Klamottenverschleiß hat zugenommen seither. Ja, definitiv. Und Mama und Papa begeistert davon? Ich denke schon, oder? Sehr gut, du hast alle mitgebracht, das ist schön. Jetzt noch ganz kurz, wann kann ich anfangen mit Breakdancen? Also ich meine jetzt so ein Vierjähriger, der da auf dem Kopf rumturnt, das kommt wahrscheinlich rein medizinisch nicht ganz so gut an. Es gibt einen Beagle aus England, die hat mit 2 angefangen und ist jetzt, ich denke, ich glaube 8 Jahre alt und gewinnt jegliche Battles und ist ein sehr gut, also je früher, desto besser. Naja gut, sie gewinnt, bis sie dich dann trifft, ne? Und dann machst du einmal Blatt und fegst du vom... Sie ist sehr gut. Naja, du bist aber auch sehr gut und wir werden nachher noch eine kleine Kostprobe sehen von dir. Ich freue mich schon wahnsinnig. Ich freue mich auch schon drauf. Und der Boden, das funktioniert? Der Boden ist sehr schwierig, das ist ein Filzboden, das heißt im Schürfwunden, wenn man nicht aufpasst. Und auf jeden Fall noch mal mehr Löcher in der Hose, versprochen. Ja, definitiv. Sehr gut, also wir freuen uns. Wir machen jetzt aber erstmal noch weiter, richtig? Genau, und in wenigen Minuten sehen wir dich dann live in Performance auf der Bühne. Ein bisschen zurück. So, Herr Kircher, erste Frage natürlich, die schenken wir uns mit der Antwort. Ich wollte eigentlich was über FIFA fragen, aber das lasse ich jetzt deswegen sein, weil man nicht weiß, wer heute Abend noch verhaftet werden wird, oder? Ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Zumindest sind wir nicht in der Schweiz. Also ich hoffe, Tübingen ist da liberaler, was das angeht. Bevor wir zum Positiven kommen, DFB ist natürlich jetzt auch in die Schlagzeilen geraten. 2006, Sommermärchen, alles klar. Wo steht der DFB? Was ist jetzt das Problem? Ja, im Grunde genommen ist die Spitze mal weg, ja. Das ist schon mal ein großes Problem.
Das heißt, die Stabilität, die man sich eigentlich geben wollte mit Wolfgang Niersbach als Präsident, ist jetzt mal dahin. Und jetzt entscheiden sich DFL und DFB und vor allen Dingen ein starker Amateurbereich darüber, wer letztendlich ihr Spitzenmann als Präsident sein soll. Und das bleibt spannend. Kann man sagen, dass solche Großveranstaltungen nicht allein mit einem freundlichen Gesicht von Franz Beckenbauer zu holen sind? Da kenne ich mich zu wenig aus, wie die organisatorisch zu holen sind. Wir organisieren kleine Feste und Jugendturniere und da sage ich, da geht alles mit rechten Dingen zu und da ist der wahre Fußball, da pulsiert das Leben. Großveranstaltungen ist ganz weit weg vom wahren Fußball. Bleiben wir beim Spitzenfußball trotzdem. Herr Kirchner, Sie haben neulich DFB-Pokal gepfiffen, Wolfsburg gegen Bayern München. Mich würde mal wirklich interessieren, wie fühlt sich ein Schiedsrichter, wie mutet es einen an, wenn man eine Mannschaft wie Bayern München eine Halbzeit lang so einen wirklich perfekten Fußball spielt? Ja, im Grunde genommen ist man da leicht gelangweiligt. Ja. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie stehen 45 Minuten in einer Hälfte und es geht nie raus in die andere Hälfte. Das ist wenig erquickend, ja. Und auf einmal fällt denen ein, jetzt könnten sie mal einen Konter starten und dann müssen sie Gewehr bei Fuß stehen auf der anderen Seite und das macht dann wirklich keinen Spaß. Also ich habe es lieber, wenn es wirklich hin und her geht, aber das zeigt natürlich schon die Exzellenz, die diese Mannschaft hat. Und wenn man dann Profis dann auch als Gegner hat und die kommen faktisch nicht an den Ball, ja, da macht man sich schon seine Gedanken auf dem Feld, ja. Letzte Frage, Altersgrenze, Schiedsrichter. Sie sind bald soweit. Sind Sie der Meinung, dass es okay ist oder soll es nicht nach dem Alter, sondern nach der Leistung gehen? Ja, im Grunde genommen ist es eine Geschichte, wo eigentlich nach der Leistung gehen sollte. Aber wenn man das mal im Spitzenbereich 15 Jahre lang dann gemacht hat, im Mai 16 ist es dann soweit, wenn die Bundesliga-Saison zu Ende geht, dann bin ich auch im Grunde genommen fertig mit der Saison. Und wenn man das 15 Jahre lang gemacht hat in diesem Bereich und hat einiges Professionelles auch mitgemacht und international viel unterwegs gewesen, dann ist es auch mal gut, dann hat man eine tolle Zeit erlebt und dann macht man den Platz gerne frei für Jüngere und versucht dann... Sie dürfen ruhig klatschen. Das war jetzt eindeutig zweideutig. Ob er froh ist, dass ich aufhöre? Nein, gar nicht. Aber froh ist, nein. Froh ist, dass er den Platz frei macht für Jüngere. Also ich nehme das Letztere dann als Kompliment und Argument und mache das weiter und sage dann, im Grunde genommen versucht man dann seine Erfahrung weiterzugeben an Jüngere, weil die haben die Chance genauso verdient und denen gehört dann die Zukunft. Okay, vielen Dank. Sie sind ein großes Vorbild. Herzlichen Dankeschön. Vielen Dank. Ja, den Jüngeren Platz machen, das trifft sich jetzt ganz gut, da ja Ida hier wirklich die Jüngste auf der Bühne ist. Deswegen bedanken wir uns bei allen Spitzensportlern. Super, dass ihr heute Abend hier wart. Und jetzt Bühne frei für Ida Winter, damit sie uns noch ein paar Eindrücke aus dem Breakdance näher bringen kann. Musik ab. Ich weiß nicht, wie du das machst auf diesem Boden. Sie müssen sich das mal angucken. Das hat nämlich mit diesem Steinboden gar nichts zu tun. Man bleibt die ganze Zeit hängen. Großartige Leistung, Wahnsinn. Danke für diese Eindrücke und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Danke dir. Danke. Ja, mit großen Schritten nähern wir uns jetzt auch dem Ende dieser heutigen Gala. Ja, wir sind jetzt mittlerweile in der Adventszeit angekommen und das hat auch irgendwo unsere Liedauswahl für den heutigen Abend beeinflusst. Jetzt wird es ein bisschen pathetisch, weil tatsächlich ist es ja auch so, dass wir Weihnachten gerne mit Menschen feiern würden, die vielleicht gar nicht mehr da sind. Und genau aus dem Grund die heutige Liedwahl, nämlich Dance with my Father by Mr. Luther Vandross. Dankeschön.
was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'll play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I listen outside her door. I hear my mama crying for him. I'll pray for her even more than me. I'll pray for her even more. So, jetzt kommt das große Finale. Alles, was noch da ist, bitte auf die Bühne. Dankeschön.